Sehr geehrter Herr Lessentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum Iran-Forum. Gerne wäre ich dieser Einladung auch in Präsenz gefolgt, nur leider ist die Sitzungsfolge in Berlin so, dass ich heute hier in Berlin sein muss zur Wahl des neuen Bundeskanzlers, zur Einsetzung der neuen Bundesregierung, aber nichtsdestotrotz einen herzlichen Gruß nach Frankfurt. Aber auch einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IGFM, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte einsetzen und speziell heute den Iran in den Fokus rücken. Der Iran ist leider Gottes gekennzeichnet durch eine sehr prekäre Menschenrechtslage und die hat sich auch in den vergangenen Jahren nicht gebessert. Und da stellt sich für uns natürlich auch immer die Frage, inwieweit wir unseren politischen Einfluss geltend machen können, um diese Lage zu verbessern. Die Möglichkeit, dies zu tun, ist in der Tat immer schwierig, doch wir müssen trotzdem nichts unversucht lassen, die Dinge beim Namen zu nennen und damit natürlich auch die Lage im Iran in den Fokus zu nehmen. Und da danke ich natürlich auch ganz besonders, dass wir hier mit dem Patenschaftsprogramm in besonderer Weise helfen können und daher unterstütze ich auch sehr gerne dieses Patenschaftsprogramm sehr persönlich. Und ich habe ja bereits zwei Paten gehabt, einmal Kamil Ahmadi, der inhaftiert wurde, weil er sich für Minderheitenrechte, Frauenrechte, Kinderehe und gegen die Beschneidung von Mädchen eingesetzt hat und mittlerweile aus dem Iran fliehen konnten. Mein besonderer Fokus gilt aber auch Ami Salah Davoudi, der zwar 2021 vorzeitig aus der Haft entlassen werden konnte, aber natürlich immer wieder von Verhaftung bedroht ist. Und insofern stehen wir an der Seite der Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger im Iran und werden auch gucken, dass wir mit starker Stimme diese Stimmen nicht zum Schweigen gebracht werden können. Denn ihre Stimmen sind kein Krieg gegen Gott, denn man kann keinen Einsatz führen, der sich gegen die Menschenrechte führt und die von Gott gegebenen Menschenrechte sind universell. In diesem Sinne, danke für Ihren Einsatz und weiterhin alles Gute.